Wir laufen jetzt an der Oder-Neiße-Friedensgrenze entlang. So hieß das früher im Osten. Die Oder-Neiße-Friedensgrenze. Genau hier sind wir jetzt. So. Da hinten, da kommt die Oder geflossen. Und von rechts fließt die Neiße und hier in der Mündung trifft sich die Oder und die Neiße und hier ist der Grenzstein 0. Für welchen Fluss müssen wir noch rausfinden? Für die Oder, sagt der Michael. Ja, und hier kann man schön langlaufen. Hier gibt es einen schönen Fahrradweg, Inlinerweg, Wanderweg. Und da kann man richtig schön hier einen Spaziergang machen. Hier stehe ich jetzt genau an der Mündung von der Oder zur Neiße. Da ist die Neiße und da ist die Oder. Liebe Videofreunde, wir haben jetzt einen kleinen Spaziergang gemacht und zwar an dem Oder-Neiße, nicht Delta-Mündung, an der Oder-Neiße-Mündung. Hier gibt es einen Stellplatz und zwar auch mit Strom und man wirft da ein Euro für 2 Kilowattstunden. Ob der Platz selber was kostet, das habe ich jetzt noch nicht rausgefunden. Es gibt wunderschöne Wanderwege hier, Fahrradwege für Inliner, super. Also ein ganz herrliches, ruhiges Gebiet hier. Der Ort heißt Ratzendorf. Und ja, also können wir empfehlen, also schön hier zu stehen. Es gibt die Säulen, haben jeweils immer 4 Steckdosen. Und wie gesagt, 1 Euro wohl für 2 Kilowattstunden. Ja. Ja, also hier ist das Plätzchen. Hier ist eine Säule. Es gibt 2 Stück auf diesem Platz. Da vorne gibt es noch eine auf der anderen Seite. Und hier, wie gesagt, jeweils 4 von den Steckdosen. Und hier steht dann 1 Euro für 2 Kilowattstunden. Ja, kann man doch nicht meckern. Wunderbar. Und hier hat man dann halt auch noch einen Spielplatz hinten dran hier für Kinder. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur für die Dorfjugend ist. Nee, das ist ein öffentlicher. Ist ein Spielplatz da hinten. Ich laufe gerade mal mit euch dahin. Also ist alles eben. Wir sind die Einzigen. Das sind schöne Plätze. Also kann man mal aushalten. So, und hier meine ich, hätte ich vorhin auch noch eine Säule gesehen. Ich muss direkt mal gucken, wo das war. Genau, hier ist auch noch eine Säule.
Genau, hier ist auch noch mal eine Säule, auch mit 4 Anschlüssen. Ja, hier ist ein Spielplatz für die Kinder. Und auch so, ja, so Grillplätzchen, wo man abends sitzen kann. Also wirklich zu empfehlen. Ganz, ganz nettes Plätzchen hier. Hier gibt es noch so ein, ja, hier noch ein, einmal für Tennis hinten und hier ist einmal Volleyball. Ja, Tischtennisplatten da hinten und wie gesagt, für Kinder jede Menge zum Spielen. Also ist echt, echt nett, muss man sagen. Da vorne gibt es WC, da laufe ich jetzt auch nochmal hin, das gucke ich mir nochmal an. Vielleicht steht dann auch nochmal da was für, ob das da irgendwie wegen Preisen. Mal schauen, bis jetzt habe ich immer noch nichts gesehen. Ah, hier steht's also. Die Nutzungsgebühr beträgt pro Stellplatz pro Tag 8 Euro. Und Fäkalien, Grauwasserentsorgung ohne Übernachtung 5 Euro. Und ja, hier ist nochmal was so Bild, wie man parken soll. Und ja, hier sind auch Toiletten. Da wirft man dann wahrscheinlich, genau, 50 Cent muss man einwerfen. Also für Behinderten auch und Damen- und Herren-WC. Und hier ist die Entsorgungsstelle. Einmal Abwasser. Und hier ist Trinkwasser. Ja, und hier wirft man ein 1 Euro für ca. 100 Liter Trinkwasser. Und 20 Cent für Spülung. Ja. Wer das jetzt allerdings kontrolliert, dass das 5 Euro kostet, wenn man hierher fährt und entleert, das weiß ich auch nicht. Vielleicht ist im Sommer jemand hier, kann ja sein. Im Moment ist keiner hier. Ich wüsste auch nicht, wer jetzt hier kassieren kommt. Aber gut, also es soll so sein, dass es 8 Euro halt kostet. Man kann nicht benutzen, das ist für einen Bauhof. Aber es gibt hier so, also auf jeden Fall Mülleimer. Ach doch, da oben, da vorne sind auch, am Häuschen sind Mülltonnen. Also ist doch nicht schlecht, kann man doch nicht anders sagen. Und hier gibt es auch nochmal so kleine Mülleimer halt eben für den Kleinkram, ne? Ja, also steht man wunderbar. Also Plätzchen können wir empfehlen. Hallo liebe Videofreunde, herzlich willkommen. Ich führe euch heute den neuen Handtaschenlook vor. Nein, nein, so ist es nicht natürlich. Nicht nur, dass ich im letzten Urlaub krank geworden bin und wirklich mit Fieber im Bett gelegen habe, sondern ich bin auch noch gestürzt. Und die Verletzung war doch deutlich größer, als ich es angenommen habe. Ich platziere mich mal. Dann kann ich besser mit euch reden. Ja, also ich hatte schon ziemlich viel kaputt in der Schulter und muss jetzt diese Bandage noch tragen. Und dann geht es mit Krankengymnastik weiter. Gott sei Dank keine OP. Das ist aber auch nur, weil ich zu alt für diese OP bin, weil das Gewebe halt einfach schon zu belastet ist und da operiert man nicht mehr, weil man da wahrscheinlich mehr Schaden mit anrichtet, als dass es Heilung gibt. Ja. Also wenn wir hoffen, dass ich meinen Arm irgendwann wieder normal bewegen kann. Im Moment kann ich es nicht und ihr könnt euch ja vorstellen, in dem kleinen Wohnmobil mit diesem Ding hier, also es ist eine Herausforderung, aber ich mache es dann auch, wenn wir innen drin sind, ab. Ja, wenn ihr im Hintergrund es zwitschern hört, ihr erklärt uns vielleicht verrückt, aber wir haben unseren kleinen Zoo dabei. Also wir haben jetzt unseren Wellensittich auch mit, nicht nur Hund, sondern auch Wellensittich, aus dem einfachen Grund, auch da, als wir das letzte Mal also aus Hessen zurückgekommen sind, am nächsten Morgen lag ein Wellensittich tot im Käfig. Und jetzt haben wir von 3 Wellensittichen nur noch einen und jetzt haben wir auch gesagt, wir wollen also keinen zweiten mehr dazu haben, wobei es ja für die Vögel besser ist, aber ja, wir wollen ja irgendwann mal auch ein bisschen mehr reisen und wir wissen auch noch gar nicht, wo unsere Reise überhaupt
also unsere Lebensreise irgendwie hingeht in ein paar Jahren, wenn Michael jetzt in Rente geht, und von daher wollen wir nicht nochmal einen zweiten Vogel haben. Das wäre einfach nur irgendwie, ja, nicht gut, dann müssten wir sie irgendwie abgeben dann, und das wollen wir nicht. Und so behalten wir unseren jetzt, und bei längeren Touren habe ich jemanden, der ihn nimmt, aber bei so Kurztouren ist es halt einfach irgendwo Quatsch, weil es mehr Aufregung für den Vogel ist, wenn er in eine neue Umgebung kommt, als dass wir ihn für einen Tag irgendwo hinbringen. Und da haben wir gedacht, wir probieren das mal mit dem Mitnehmen, und das hat jetzt ganz gut geklappt. Das geht natürlich nur auf kleineren Touren. Ansonsten ist es zu anstrengend wegen der Fahrerei für das Tier, aber auf so kleine Touren geht das, und oh, der fühlt sich sichtlich wohl, also dem geht's gut. Und ist natürlich lustig jetzt bei uns. Vogelkäfig und Hund im kleinen Wohnmobil. Aber es geht. Also es geht alles. Und ja, ich will euch jetzt mal nur ganz kurz noch mal zu dem Stellplatz hier was sagen. Michael ist gerade noch mal die Drohne fliegen lassen, weil es echt eine wunderschöne Region hier ist. Ich will euch das mal ein kleines bisschen erzählen. Gestern Abend kam dann noch jemand zum Kassieren, und Schwäne. Das werdet ihr wahrscheinlich nicht hören, aber hier sind gerade richtig viel Schwäne drüber geflogen. Also es ist eine wunderschöne Region hier. Ich hätte es nicht geglaubt, aber wirklich wahr. Es wäre empfehlenswert, wenn man hier im April kommt, weil dann die Zugvögel hier kommen. Und hier kommen auch Ornithologen her, und das muss also sehr interessant sein im April, hat er gesagt. Also ich wollte noch erzählen, ja, der kommt abends hierher und kassiert. Dann muss man bezahlen, und man bekommt aber von ihm also so eine kleine, ja, wie soll man das sagen, so eine Informationsrunde über dieses Gebiet hier und sehr viel Infomaterial. Also ich habe noch mal so viel da drin, aber ich konzentriere mich mal jetzt auf die nähere Region hier, was er mir so ein bisschen erzählt hat. Alles merken konnte ich mir jetzt nicht. Wir werden das auch noch mal in Ruhe dann teilweise bereisen. Also diese Gemeinde Neißemünde hier besteht aus 4 Ortschaften. Das ist einmal Breslak, Koschen, Ratzdorf, das ist hier, und Wellmitz. Und in Koschen hat man eine Brücke gebaut, und dann kann man direkt nach Polen rüberfahren. Und in Polen, gleich drüben auf der anderen Seite dann in Koschen, gibt es wohl dann auch in der Nähe einen Badesee. Der heißt Nad Borkin. Und ich verlinke das dann nochmal. Und dort gibt es also einen sehr schönen wohl Campingplatz, der sehr gut erschlossen ist. Und auch der See wäre sehr schön. Im Sommer kann man natürlich baden. Und das werden wir nächstes Jahr dann auch mal ausprobieren. Ja, und hier in der Region Ratzdorf war eine Region 1997, die absolut vom Jahrhundertwasser betroffen war. Und der hat mir dann hier so, der gute Mann, so ein Heft mitgegeben, wo ja ziemlich viele Bilder drin sind auch. Und auch die Geschichte über dieses Jahrhundertwasser. Und ich guck mal, ob ich euch da ein bisschen was abfotografieren kann, dass man einfach so ein paar Bildchen vielleicht mal sieht. Also das muss schon ganz schön gewaltig gewesen sein. Wir sind ja gestern da lang spazieren gegangen. Und wenn man dann jetzt hier drinnen die Bilder sieht, wie das damals aussah, dann... Mein lieber Mann, also das muss schon heftig gewesen sein. Also hier haben auch alle angepackt und sich also gegenseitig geholfen. Es steht auch, sind auch Bilder, und steht auch hier drin in dem Buch oder in dem Heft. Und also die waren hier recht heftig betroffen gewesen. Ja, aber wie gesagt, hier ein sehr, sehr schönes Fleckchen. Ja, dann, was gibt es noch zu sagen? Ja, hier auf diesen... auf der Oder und Neiße, also hier ist es, hier schreiben sie auf der Neiße, gibt es ja so kleine, wie soll man sagen, Bootsverleiher, die dann halt so Paddelboote verleihen, und da kann man richtige Touren buchen, auch längere Touren, und die bringen einen dann die Fahrräder zum Beispiel abends wieder dann an den Ort, wo man ankommt praktisch, ne? Also das gibt's auch, also auch eine ganz nette Geschichte. Ja, und dann gibt es hier an der Oder entlang, an der Oder-Neiße entlang, hier einen Radweg. Und zwar ist das ein sehr langer Radweg, der geht von der Neiße-Quelle über Zittau, Görlitz, Bad Muskau, Guben,
Neuzelle, Eisenhüttenstadt, Oderbruch, Nationalpark Unterstes Odertal, das ist bei Schwedt, und durch Vorpommern zur Ostsee bis nach Albeck. Da, wo wir unsere Ferienwohnung haben, bis nach Albeck geht dieser Radweg. Und kann man hier immer schön entlang radeln. Also ein sehr, sehr schönes Gebiet auch für Fahrradfahrer hier, muss man wirklich sagen. Ganz toll. Und das bekommt man auch dazu, also so eine Karte mit dem Radweg. Ja, und dann hat er hier dann uns noch dazu gegeben, was es so im Oderbruch hier zu sehen gibt. Diverse Museen und was es alles so eben anzuschauen gibt. Also man kriegt sehr viel Material mit. Und in der Nähe hier ist der Naturpark Schlaubetal. Ich weiß nicht, ob einer von euch schon mal was davon gehört hat. Das muss sehr, sehr schön sein. Ich habe da mal einen Fernsehbericht darüber gesehen und hatte das irgendwie total vergessen. Und das werden wir uns auch nochmal angucken. Da werden wir nochmal hinfahren. Und wiederum in der Nähe von dem Schlaubetal ist auch das Kloster Neuzelle. Darüber hatten wir ganz am Anfang, wo wir mit Videos angefangen haben, mal einen kleinen Film gedreht. Ein wunderschönes Kloster, traumhaft. Und das ist auch in der Nähe von diesem Schlaubetal hier. Also das ist alles so diese Region hier. Ja, also eine sehr, sehr schöne Landschaft. Wir können das empfehlen. Den Stellplatz hatte ich euch ja gezeigt. Es gibt Strom und alles, was will man mehr. Gut erschlossen, es ist Licht abends da, also alles gut. War ein sehr schöner Zwischenstopp, war gut, dass wir das gemacht haben. Und wie gesagt, es gibt nochmal die doppelte Menge an Infomaterial, aber wir haben uns jetzt mal die kleinen Sachen hier rausgepickt, die diese Region hier unmittelbar betreffen. Ja, und jetzt werden wir uns mal langsam startklar machen, weil wir fahren jetzt mal zum Herrn Wendisch vorbei. Da wir ja morgen die Dichtigkeitsprüfung haben, nicht für uns, die wäre vielleicht auch mal nötig, sondern für unseren Piccolino, und es morgen aber regnen soll, den ganzen Tag haben wir überlegt, wir fahren nachher nochmal vorbei. Wir wollten uns nochmal ein oder zwei Modelle eventuell anschauen und deswegen werden wir uns jetzt mal langsam auf den Weg machen. Wir haben heute sehr lange gebraucht, bis wir mal startklar gewesen sind. Ist halt auch alles ein bisschen, ich bin halt eben gehandicapt und dann dauert es eben noch länger, ehe man so fertig wird früh morgens. Aber wir haben ja Zeit. So, das sind unsere Pläne und jetzt geht's los. Jetzt geht's los nach Frankfurt zum Herrn Wendisch.